Ein Griffin, sie ist taub. Oh, kann sie Lippen lesen? Ja, das kann ich. Also kann ich, wenn ich so mache, sagen, dass sie einen super Vorbau hat? Ja, aber Sie sollten dann besser keine Busengrabsche Handbewegung machen, während Sie es sagen. Entschuldigung. Ist schon gut. Ich bin es gewohnt, dass Leute anfangs nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen. Wenn Sie also Fragen haben, tun Sie sich keinen Zwang an. Habe ich tatsächlich. Sind Ihre anderen Sinne als Ausgleich für die Gehörlosigkeit besser? Können Sie zum Beispiel einen Furz riechen, bevor ich ihn lasse? Ich habe nämlich gerade einen auf der Pfanne und ich will wissen, ob ich deswegen ein schlechtes Gewissen haben muss. Das rieche ich nicht, nein, aber sehen kann ich es vielleicht. Viele machen kleine Bewegungen, wenn sie im Begriff sind zu furzen. Bei manchen fängt ein Auge an zu zucken. Ganz dezente Hinweise, hä? Gut, sagen Sie mir, ob Sie es sehen, wenn's passiert. Sie haben gefurzt. Das haben Sie gesehen? Sie haben all meine kleinen dezenten Bewegungen gesehen? Sie haben es schon wieder getan. Na, das wird ja das reinste Vergnügen. Ich weiß nicht, warum Lois immer Probleme mit weiblichen Mitarbeitern hat. Abby, Elaine und Janet gehen immer zusammen essen und ich bin natürlich nicht eingeladen. Klingt, das bleibt alles an dir hängen und die machen nichts. Ich weiß auch nicht, aber neulich bei der Teambesprechung meinte Christina, mein Inventarsystem sei Schrott. Die betrachtet aber als dich der als Verkaufsmanager wieder zurück das ist war, lächerlich. Hat du sie hast so in jeder getan, Hinsicht als wäre recht. ihre Idee. Lass dich und nicht dann hatte runterziehen. Risa einen Die sind auf doch dicke alle Freundin beschneidisch. gemacht, aber ich Du traue bist nicht ihr das nicht. Problem. Die hat Sie sind mich das vorher noch Problem. nicht mal Nur du beachtet. kannst Waldbrände verhindern.